Es ist Magdalena, sie kommt aus der Republik Chehai, sie lebt auf der Straße. 4 Jahre ist sie jetzt in der Gemeinschaft, nach 2 Jahren wurde sie getauft und dann in dieser Zeit hat sie auch den Ruf gespürt. Sie hat jetzt ein Habit, also jetzt fehlt ihr nur dieser obere Teil, der Schleier. Und wir werden jetzt nun ihre Lebensgeschichte hören. Magdalena, bitteschön. Ciao a tutti. Pozdrav svima. Gruß an alle. So wie ihr es gehört habt, ich heiße Magdalena. Sono tanto emozionata. Ich kann sagen, dies ist ein mächtiger Moment für mich und ich bin ein wenig aufgeregt. So wie ihr es gehört habt, ich war Abhängige und ich lebte auf der Straße. Und für mich ist dies ein mächtiger Moment, hier vor euch zu stehen und Zeugnis abzugeben über meine Auferstehung, die ich in der Gemeinschaft gefunden habe. Viele von uns in der Gemeinschaft, wir hatten eine schwere Vergangenheit und ich bin auch eine von ihnen. Ich lebte in der Droge 10 Jahre lang. Und ich habe das Vertrauen an viele Personen verloren. Ich habe die Hoffnung verloren, aber vor allem das Vertrauen in mich selbst habe ich verloren. Ich hatte nicht den Glauben vorher. Den Glauben habe ich dann gefunden, als ich in die Gemeinschaft eingetreten bin. Und am Anfang war es sehr schwer, denn ich habe überhaupt nichts verstanden. Aber mir haben toccato tantissime cose. Per ragazze che non mi hanno visto mai, che mi sono corsi incontro, mi hanno abbracciato, mi hanno detto, mi hanno chiamato col mio nome. Aber viele Sachen haben mich sehr berührt. Diese jungen Menschen, die mich gar nicht gekannt haben, sie kamen zu mir gerannt, haben mich umarmt und haben mich sogar beim Namen genannt und so auch gerufen. Und das war für mich ein mächtiger Moment, denn auf der Straße draußen war ich für viele Menschen nichts mehr. Und genauso so wie heute in der Welt viele, die auf der Straße sind, es ist schwer mit ihnen zu leben. Sie werden abgewiesen. Und als ich dann in die Gemeinschaft eingetreten bin, als ich gefühlt habe und gespürt habe, dass mich jemand liebt und dass mich die jungen Frauen auch umarmen, und es war irgendwie für mich ja ein bisschen seltsam, weil ich war das Ganze nicht gewohnt. Und dann haben sie langsam zu mir gesprochen und sie sprachen über den Glauben, den Rosenkranz, und ich habe sie irgendwie leer angeschaut und habe gedacht, über was sprechen sie denn da? Und ich erinnere mich, als sie mir den Rosenkranz das erste Mal gezeigt haben, und ich fragte mich, was ist denn das? Und dann haben sie mir erklärt, schau, hier betet man 10-mal gegrüßet seist du Maria. Und ich habe dann gefragt, und dann die anderen Perlen, wozu sind die? Und dann haben sie mir gesagt, nein, alle Perlen werden gebetet. Und dann habe ich gesagt, oh je, das ist aber lang. Und das war nicht
eine frohe Erfahrung. Und als ich das erste Mal dann Jesus in der Kapelle begegnet bin, und dann haben sie mir gesagt, schau, hier ist das Allerheiligste und das ist Jesus. Aber ich habe da nichts verstanden. Das war das erste Mal, in dem ich Jesus begegnet bin. Und die Frauen haben mir versucht, das Ganze zu erklären, aber ich wusste nicht, was es ist und ich wusste nicht, was ich damit anfangen soll. Und dann hat mir die junge Frau dies gesagt, es ist nicht wichtig, dass du nicht glaubst, aber wir werden für dich glauben. Das hat uns Mutter Elvira gelehrt. Und dann habe ich gesagt, okay, glaubt ihr nur und ich werde dies tun, was ich denke, dass es gut ist. Heute weiß ich ganz gut, dass gerade der Glaube und die Personen, die neben mir waren, dass mir dies geholfen hat, dass ich in der Gemeinschaft dann beharrlich bleibe. Und dann habe ich langsam in der Gemeinschaft und indem ich dankbar war den jungen Frauen, die immer neben mir waren. Und dann habe ich langsam meinen Glauben entdeckt. Und dann kam auch dieser Moment, wo ich getauft wurde, denn ich war vorher nicht getauft und meine Familie war nicht christlich. Und nach 2 Jahren in der Gemeinschaft habe ich diese große Gabe der Taufe empfangen. Aber das ist nicht nur so einfach von allein geschehen, denn durch diese 2 Jahre habe ich sehr viel gelitten. Quel desiderio dentro di me era sempre molto più forte. Ich habe sehr geweint und dann auch oft die jungen Frauen, die zur Heiligen Kommunion gegangen sind und ich konnte aber nicht die Kommunion empfangen und dann dieser Wunsch in mir immer mehr und mehr, ich möchte die Kommunion empfangen. Und der Tag meiner Taufe war eine große Freude, eine große Sache, denn da wurden nicht nur meine Sünden gewaschen. Ich denke, an diesem Tag hat Jesus ein bisschen mehr begonnen, über meine Berufung zu sprechen. Glauben Sie mir, glaubt mir, es war nicht angenehm für mich. Ich habe mit Jesus gesprochen in mir und dann habe ich zu ihm gesagt, du möchtest, dass ich Ordensschwester werde und ich habe dann gesagt, nein. Und ich hatte viele andere Pläne und er stellt jetzt so etwas vor mich hin. Und dann hatte ich viele Entschuldigungen und dann habe ich gesagt, ja, schau, oh Herr, ich sehe hier diese Ordensschwestern, sie können wunderschön singen, tanzen und alles, aber ich kann das alles nicht und ich bin wahrhaftig nicht für dies.
Dann habe ich gesagt, ja, Jesus, es sind doch 20 hier. Finde du doch eine andere junge Frau und nicht mich. Und als ich dies gesagt habe, dann habe ich in mir immer mehr diese Traurigkeit gespürt und ich wurde deshalb immer trauriger. Und ich war traurig, weil ich mit meinem Leben alles rechtfertigen wollte. Und ich habe Jesus nicht erlaubt, dass er mich führt, wohin er mich dann auch haben will. Und glaubt mir, als ich dann mein Ja gesagt habe, meine Zustimmung, und das war dieser größte Moment in meinem Leben, diese Freude, ich kann euch dies nicht beschreiben. Da gibt es keine Worte, in denen ich dies beschreiben könnte, was ich damals gefühlt habe, gespürt habe. Heute bin ich aber wahrhaftig glücklich, denn dies bin ich. Scusami, non ti ho sentito. Questo dono che mi ha messo il Signore che facevo fatica a citare, che tante volte pensavo gli altri. Sehr oft habe ich über die anderen nachgedacht und es war sehr schwer für mich, diese Gabe anzunehmen, das, was mir Gott geschenkt hat. Und ich habe gedacht, wer weiß, wie oft bei den anderen jungen Menschen, die aber jetzt nicht mehr jung sind, er weiß, wie viele junge Menschen auch diese Sache im Inneren spüren, aber es ist schwer, das Ja auszusprechen, die Zustimmung. Wer weiß, wie viele junge Menschen es gibt, dass sie dann morgens, indem sie aufstehen, ihre Maske dann aufsetzen, aber im Inneren geht es ihnen nicht gut. Sie sind jemand anders. Und ich glaube, dass viele unter euch, ihr, die ihr hierher gekommen seid, ich denke, ihr seid hierher gekommen, um etwas mehr zu ersuchen. Und deshalb glaubt mir, es kommt einem vor, dass diese Wahl viele Sachen von uns verlangt. Und Jesus aber, er sagt, das, was ihr verlässt, wisst dies, ihr werdet noch viel, viel mehr empfangen. Und ich habe heute in meinem Kleiderschrank zwei Sachen und früher hatte ich einen Berg von Kleidung. Aber heute fühle ich mich glücklich, denn diese Kleidung gehört mir. Und heute bin ich fähig, dies zu sagen. So bin ich, das bin ich. Und ich habe keine Angst, etwas zu sagen oder irgendwie ein Bedürfnis nach dem anderen oder dass ich arm bin, es zu sagen. Aber das ist dies, was ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Und heute danke ich wahrhaftig dem Herrn, dass er mir die Schwester Elvira gegeben hat und dass er mich zur Gemeinschaft geführt hat, denn sie hat an mich geglaubt und an die vielen von uns. Und gerade sie hat uns dies gelehrt, dass Gott die Liebe ist. Gott ist die Liebe. Allora io oggi penso che anche per tanti di voi possa essere non mi sento mai più da sola. C'è vicino a me sempre qualcuno che mi ama e Gesù.
Und ich denke, dass viele von euch, ihr, die hier seid, dass ihr auch diese gleiche Erfahrung führen könnt. Ich bin nicht mehr alleine. Neben mir ist Jesus. Scusami, non ti ho sentito. Che mettendomi vestito non è che sono spariti quelle difficoltà. Ako sam obukla redovničko odijelo, to ne znači. Wenn ich jetzt die Ordenskleidung anhabe oder ich sie jetzt trage, das bedeutet nicht, dass all die Schwierigkeiten dann weggegangen sind. Tutto e chiederlo che sta vicino quando ho bisogno. Ali è razlika u tome. Aber der Unterschied liegt darin, dass ich in all den Schwierigkeiten nicht mehr alleine bin. Jeden Tag ist jemand mit mir. Und indem ich alles dann sagen kann und dass derjenige mit mir ist und ich ihm auch alles sagen kann. Und ich verstehe, dass die Gabe des Glaubens dieses größte Geschenk ist, das ich in meinem Leben empfangen habe. Non ti ho sentito, scusami. Sempre sarà qualche difficoltà, qualsiasi. Uvijek će biti poteškoća, međutim sa vjerom. Es wird immer Schwierigkeiten geben, aber mit dem Glauben können wir alles tragen. Sada želim zahvaliti na poseban način.